Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar haben wir heute Samstag, 20. November, 13:03 Uhr. Hoppala. Jetzt, ich glaube, heute geht eher ein neues Video online. Also, wenn ihr den Vlog seht, dann ist es ja schon online. Muss ich kurz gucken? Ja, heute um 18 Uhr. So. Heute gibt es viel zu tun in meinem Zimmer und mein Bett abräumen, also hier von dem ganzen Mist, Klamotten mischt. Und die werde ich dann zuerst sortieren in Sommerklamotten, weil da ein paar Pullover und so liegen ja dabei. Und was halt Winter ist und dann die Sommerklamotten alle wegpacken und die Winterklamotten ausholen. Da muss ich dann den ersten Teil von der Schublade ausholen und dann in den Keller gehen und da dann die Schuhe bei dir wieder ändern, weil die Sommerschuhe braucht man jetzt nicht mehr. Definitiv nicht. Und dann, ja, werdet ihr mein Zimmer umbauen, wollte ich sagen. Umstellen, weil ich muss Schreibtisch abrammeln und so ein bisschen was auframmeln und ja, gibt es einiges zu tun. Ne? Und hoffentlich kann man bald die Dinge hier wieder anmachen, die hier. Für meinen Vorhang. Aber hier endlich wieder mal Vorhang davor, was schöner ausschaukelst du. Wir haben es jetzt genau 17 Uhr und boah, da ist irgendwie Stein die ganze Zeit in dem Schuh. Ich ziehe mir eine Jacke an, Schuhe habe ich an hier. Und ja, jetzt haben wir mal ein bisschen angezogen. Auf dem Bett liegen gerade alle Sommerklamotten von meinem Schrank, weil ich ja hier gerade am Umrahmen bin, wo ich mitgenommen habe. Aber ich werde danach gleich wieder also weitermachen hier. Mein Mann und ich gehen jetzt einkaufen, deshalb ziehe ich mir jetzt hier an. Oder halt zumindest die Jacke. Ich muss ja jetzt schauen, dass ich alles Platz habe. Ich habe jetzt meine ganzen T-Shirts, die zwei Stapel hintereinander hingestellt, weil es nicht anders geht, weil ich so viele habe, weil ich noch schauen muss, dass meine Leibeln Platz habe und meine Pullovers und keine Ahnung, viel zu viel. Aber ja, ich werde auch dann filmen, wenn ich anderweitig mit Aufräumen beschäftigt bin, weil das Umrahmen hier habe ich auch jetzt ein bisschen mitgenommen, ja. Und das ist jetzt nicht so ganz weltwichtig. Da drin ist jetzt mal nichts. Dann nehme ich hier halt aus meiner Schublade. Dann nehme ich hier die hier. Und ja. So. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal einkaufen und wir haben noch eine Stunde Zeit, um 6 macht es zu. Habe ich gesucht, sie hat sie gehabt. Ich kann da jahrelang suchen. Sie hat alles. Wir haben es jetzt 22.04 Uhr und dementsprechend schaue ich hier aus. Ich werde jetzt dann bald Abendessen. Danach mache ich noch schnell die Kaninchentoilette sauber und kehre hier, also hier und hier hinten den Haufen auf und fülle ihnen auch nochmal Heu ein. Und eben kehre danach zusammen. Also den Haufen kannte ich schon, aber den anderen Haufen kehre ich erst nachher zusammen. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz das Ergebnis von meinem Zimmer. Die ist so dumm. Hier hinten habe ich jetzt das Regal, was hier stand. Und da drauf, ja, ich zeige es euch mal von näher. Und dazu, ja,
Doch, ich lasse es jetzt mal vor. So. Hier steht mein Adventskalender. Katzenzungen. Da drin sind halt Bücher und Stofftiere, damit die Bolsche hier besser halten als Rückenteil, wenn man die so eine sieht. Mein Adventkranz steht jetzt einfach in meinem Zimmer, da wo er hin soll. Das Teil hier von der Taufe, meine Handcreme und Bodylotion, aber die lassen wir jetzt zu. Mein Schild, ja, die kleinen Orchideen hier und den haben wir nur ewig gehabt, aber ohne Batterien und Funktionen. Und jetzt habe ich dann meinen Papa gefragt, ob er den überhaupt nur, also mein Dad habe ich gefragt, ob er den nur braucht. Und er hat gesagt, na. Und dann habe ich mir den kassiert und habe jetzt so einen frischen Dingsteiler drin. Und der ist von Eric. Und das Problem ist halt, dass die eigentlich die Nachfülldinger sauteuer sein. Deshalb hat er es ja nicht mehr Kraft zum Nachfüllen. Aber man muss das ja nicht immer kaufen. Aber jetzt habe ich mal zwei Dosen, damit kriegen wir jetzt mal lang aus. Und dann, ja. Und ja, hier habe ich jetzt eben meine provisorische Ablage und hier stelle ich dann meinen Wäschekorb her. Dann kann ich mein Bett jetzt wieder benutzen. Und was hat es eh zwar für einen Vogel hier? Die Kaninchen-Toilette hier ist extrem dreckig, deshalb muss ich die dann machen. Mache ich auch. Und ja, hier habe ich jetzt nur aus solchen überbleibenden Teilen nur ein kleines zusätzliches Schuhregal gebaut, damit ich da die Schuhe und so einstellen kann. Und hier das Gewand, das ist jetzt nur dabei. Also hier ist so ein Holzteil, was einer, der eingeladen war zur Taufe von meinem Cousin, selber eingeschnitzt hat. Und ich habe ihm extra dazu, weil da oben der Name steht und unten halt, wann die Taufe war. Da steht Taufe 2021, aber ist egal. Und da habe ich jetzt halt meinen Schlüssel mal so drin. Hier ist jetzt frei. Da steht jetzt das dabei und hier wieder mal das Zeug lagert. Aber ja. Das packen wir mal schnell aus dem Kasten. So, hier drinnen. Das ist alles nur Pullover. Jogginghosen. Der Stapel ist T-Shirt. Hinter dem Stapel ist noch ein Stapel T-Shirts. Und dann ist hier ein Stapel mit Langarm-Shirts. Und da auch nochmal. Das ist hier so der Bereich, ne? Und da... Sorry. Das sind halt so Socken und da habe ich halt immer meine Masken drin. Und Handschuhe und so ein Scheiß. Ich sage euch jetzt nicht alles, weil in der Schublade ist Unterwäsche und das geht auch nichts an. Und da habe ich jetzt meine Jeanshosen und Leggings und meine Kappen und Handschuhe dabei. Und ganz unten sind halt Pyjama und Sportsachen. Aber ja, so ist halt Stand der Dinge. Ach ja, genau. Und das Regal hier steht jetzt so. Und Gott sei Dank ist das nur so kurz. Das heißt, es geht nicht viel in den Raum. Und dahinter steht halt mein Fernseher so. Wird jetzt zum Fernsehschauen wieder echt fein werden, wenn der Fernseher gerade ist. Ja. Wir haben heute Sonntag, 21. November und jetzt 13.03 Uhr und damit wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, beziehungsweise ein Hallo in dem Tag am Sonntag. So. Und ja, ich chill jetzt gerade mal auf mein Bett zum ersten Mal, dass ihr mich chillen seht auf meinem Bett. Ja. Ich finde das jetzt echt hier mega schön und ich kann ja echt jetzt so Fernbedienungen und so alles hinlegen und ja, jetzt habe ich mein Erfrischer dahingestellt, weil ich finde irgendwie, dass der da ganz gut hinpasst und sonst hätte ich ihn ja da oben, dann würde er schön den ganzen Raum, geht aber nicht, weil da habe ich voll gestoppt. Aber da passt er ganz gut hin. Hallo Poppy. Wie er da sitzt. Alter. Sie dreht schon wieder mal am Rad. Hallo Poppy. Ja, hi. Hallo Schatzi. Ich muss ja dann noch den Boden zusammenkehren, das mache ich alles nachher. Und die Hasentoilette habe ich gestern nicht mehr gereinigt, weil ich saumiert war. Deshalb habe ich ja nichts mehr gefilmt. Und ja.
ich habe im anderen Zimmer drüben, wo der PC steht, habe ich dann während dem Abendessen Grey's Anatomy geschaut. Also ich bin echt, glaube ich, die Einzige, die, also von meiner Familie, die Grey's Anatomy schauen kann, während sie was isst. Ja, ich muss jetzt gerade schauen. Ja, die Dosen sind entflammbar. Also das heißt, ich muss meinen Erfrischer, ich muss den Luftdings Erfrischer oder wie auch immer das Zeug heißt, muss ich definitiv dann wegstellen, sobald die Adventszeit kommt und man die Kerzen erzünden kann, weil das nicht gut ist. Dann werde ich in der Weile aber wieder da aufstellen. Hallo, gestern war ich echt den ganzen Tag mit meinem Zimmer beschäftigt, also aufräumen, umstellen, Winterklamotten ausholen und den Kraschen durch und Sommerklamotten wieder weg und all sowas. Und umstellen kann ich auf jeden Fall, Ergebnis von meinem Zimmer, wie es umgestellt ist, seht ihr dann morgen im Vlog. Und dadurch habe ich ganz vergessen, dass ja gestern um 18 Uhr ein neues Video online gegangen ist, beziehungsweise ein neuer Vlog. Link steht in der Bio, da schaut's bitte vorbei. Für die, die es vielleicht bemerkt haben, gut, und für die anderen, I'm sorry, aber gestern war echt so busy, dass ich da nicht mehr dran gedacht habe. Ja, jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag und viel Spaß beim Vlog anschauen. Er ist echt cool geworden und da ist ein neues Intro. Also, ja. So, Insta-Story-Time. Muss ich ja. Ich muss jetzt immer schauen, dass meine Storys ja gerade sein, weil ich habe schon so oft jetzt gehabt, oder zweimal eigentlich, dass meine Storys auf einmal irgendwelche davon verkehrt waren. Und dann habe ich auch mal von einer Bekannten, die mir bei Insta folgt, hat sie mir geschrieben, wieso ihr Kopf steht. Da habe ich gesagt, keine Ahnung, ist mir ja schon aufgefallen. Ja, definitiv schlecht. Wir haben es jetzt 14.36 Uhr und ich esse hier jetzt extra Wurstbrot. Zwar. Will jetzt nichts Warmes essen. Und schau hier jetzt Fernsehen. One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Girl, I need you. How many times do I wanna yell? 'Cause we could be so completed. Baby, I'll let it want anyone know. I was on the bed when you undressed. Maybe when I pulled you in and felt your breath. Then I knew the girl, I need you. Smiling like that, I could never resist it. Wir haben es jetzt 18.55 Uhr und die Waschmaschine ist gerade fertig. Und ich bin hier am Waschwaschen. Hier liegen jetzt noch Handtücher auf dem Stapel, die was unbedingt gewaschen können. Also das ist dann eher mehr so die hier. So kleinere Handtücher, die wir mal für die Haare benutzen nach dem Duschen. Aber die können auch waschen. Und another chance, loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair. Girl, when you look like that. Close up, close up, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Damn. Girl, I need you. How many times do I wanna yell? 'Cause we could be so complete. Next machine. Ist ein Einschalten. Hier sind noch ein Stapel mit Mundwäsch, der kommt danach. Und dann gibt es hier noch ein Stapel mit Weißwäsch. Also es sind noch zwei Maschinen. Jo, die Wäsche hier. Die hängen jetzt noch auf. Und ja. Bei der Maschine sind jetzt da die Handtücher dran, das ist eh fein.
Hello, heute haben wir Montag, 22. November und jetzt 15.19 Uhr schon. Wow. Ich sitze hier auf meinem Bett, wie man unschwer kennt, und ist Mittag und schalte mir jetzt eigentlich den Fernseher an und schaue irgendwas im Fernsehen. Ich habe gestern die ganzen Folgen, nur was wir verpasst haben, von Weihnachtsmann und Coca-G geschaut. Nein, nicht ausschalten. Und anschalten. So. Was schauen wir denn heute im Fernseher? Keine Ahnung. Eigentlich sollte der Vlog ja heute online kommen. Das wird es aber nicht mehr ausgehen. Also, ja. Wir haben jetzt übrigens im Stall haben wir heute vertauscht. Also, es war ja auf der Ecke zuerst die Heuraufe, die Kugel hier. Jetzt haben wir die auf die andere Ecke gekriegt und hier die Wasserschüssel hingestellt. Weil ich gesagt habe zu meiner Schwester, man kann das immer so machen, weil dann habe ich hier nicht immer dauernd den ganzen Dreck vom Heu. Kann auch natürlich herfliegen, aber nicht so extrem, als wie wo sie da krank ist, weil da haben sie natürlich gegessen und der ganze Saustall war da. Und so ist das alles da drüben und hier ist dann weniger, was für mich dann feiner ist, weil dann muss man nicht so oft hier kehren und ich muss ja hier lang gehen. Meine Haare. Ja, egal. Ich bin jetzt die ganze Zeit jedenfalls immer im Bett gechillt und habe eigentlich dann nach dem Essen, jetzt haben wir es 16:44 Uhr und es wird schon dunkel außen, wie man sieht. Und hier im Hintergrund sieht man, glaube ich, hier spiegelt es voll. Hier sieht man meinen Fernseher. Und jetzt ratet mal, was hier gerade läuft. Weihnachtsmann und Coca-G. Ja, natürlich. Muss ja her. Und deshalb schauen wir den heute so scheiße auszusehen. Ich gebe ihn jetzt einfach einen Namen, weil das ist immer scheiße. Ich weiß nicht, sonst wie ich das Ding nennen soll. Ich nenne ihn jetzt einfach Erwin. Ich nenne ihn jetzt Erwin. So. Ich muss dann den Erwin da hinten. So, warte, ich zoome das mal an. Ich muss meinen Erwin. Ja, den hier. Muss sie dann wegstellen. Na, wo sind sie denn? Wo sind sie jetzt? Ja, wo sind die zwei? Na, ihr zwei Würmis? Ja, ja. Ich beende den Vlog jetzt. Sag danke fürs Einschalten und bye.